Nein, Tibet wurde nicht gerade zum Ritter geschlagen. Er hat nur eine Sportart getestet, die die meisten nicht kennen. Eine Sportart, in der es Sportgeräte namens Q-Tip bzw. einfach Pompen gibt. Heute werde ich das Juggern ausprobieren. Was das genau ist, sagt uns gleich der Houston. Bis gleich. Wir sind hier zu Besuch, zu Gast bei euch heute und ihr seid ja Jugger. Ja. Und ich meine, so ein bisschen habe ich schon recherchiert, aber was ist das genau? Wir sagen gerne eine Mischung aus Rugby, das war sehr richtig, und Fechten. Denn wir haben den Teamsport, wir haben Rugby und versuchen den Ball in die Endzone zu bringen, das wirst du später sehen. Und wir haben den Aspekt des Fechtens, indem wir mit den Sportgeräten uns gegenseitig versuchen, geschickt zu berühren, ohne Kraft. Doch bevor es losgeht, wird sich erst einmal aufgewärmt. Das Jugger-Team in Wiesbaden besteht heute aus 12 Leuten. Es gibt keine Schiris und auch keine Uhr, ist mir aufgefallen. Genau, also Schiedsrichter gibt es auf Turnieren normalerweise schon. Die werden aber hoffnungsvoll kaum gebraucht. Wir haben nur einen Zeitgeber beim Spiel, das ist, nennen wir Steine. Das ist einfach ein Trommelschlag alle 1,5 Sekunden, der uns die Zeit vorgibt. Eine Spielzeit beträgt insgesamt 5 Minuten. Und so sieht das Ganze dann aus. Hey, es macht Spaß, man muss aufpassen, da von links nach rechts gucken, kann von überall was kommen. Trinken macht super Spaß. Zwei Teams bestehend aus mindestens 5 Leuten treten gegeneinander an. Und was im ersten Moment wirkt wie eine Kampfszene aus Braveheart, ist in Wirklichkeit mit sehr viel Geschick verbunden. Denn die Spieler müssen versuchen, sich gegenseitig mit den sogenannten Pompen zu treffen. Ziel des Ganzen ist es, den Jug beim Gegner zu platzieren. Zusammengefasst, viel Laufen, Geschicklichkeit und Schnelligkeit sind gefragt. So, jetzt habe ich hier knapp 6 oder 7 Runden gespielt. Kurzes Fazit, es macht wahnsinnig Spaß, man spielt im Freien. Das ist auch ein bisschen taktieren, ein bisschen kämpfen. Man muss sehr konzentriert sein, man muss kurze Sprints hinlegen. Ich würde es jedem empfehlen. Also, dann bis bald. Und falls ihr Lust habt, die treffen sich hier regelmäßig jeden Sonntag um 14 Uhr auf der Kasteller Seite auf der Wiese. Kommt vorbei, schaut es euch an, macht mit. So, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.